Ui, ui, ui. Wir sind Richtung Daves Republik? Nein. Daves Nation? Nein. Daves Circle? Die Republik Dave. So heißt das Teil. Wir sind in diese Richtung unterwegs. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich die Quest machen will oder nicht. Einfach jeden einfach eine Kugel in den Kopf jage und genug. Verdammt! Genug gesprochen habe für heute. Ein Riesenskorpion, zwei Riesenskorpione. Draco? Ah, ist schon zu spät. Und die ab? Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Ich werde dir den Arsch aufreißen. Machen wir die fertig. So richtig schön fertig. Na, schieß gleich den nächsten an. Ah ja, sehr schön. Und halten. Oh, chill, Bro. Ah, mein Leben ist noch gar nicht voll. Okay, das ist der theoretische Plan. Ist das das Gebäude, von dem sie mich? Ja. Ich habe doch keine Lust, diese Quest auch zu machen. Also bleibe ich rechts einfach. Schau, was hier oben am Hügel ist. Schaut viel interessanter aus. Ich bin schon so in der Stimmung, alles töten und fertig spielen dieses Spiel, dass ich die Challenge geschafft habe. Okay. Ich werde. Rennen wir mit Impulsgranaten hinein. Wovon habe ich hier gerade? Irgendwohin. Resolution. Auf, auf. Wie kann man 95% so vermassen? Und mit der letzten kill ich mich fast selbst. Oh Gott! Oh! Puh! Sniper draußen zur Sicherheit. Todeskrallen und Jaugweiß vernichten mit diesem Sniper. Das Siegesgewehr carried mich zum Sieg. Nur so und nicht anders. Ach, anscheinend nichts Interessantes das da oben. Red Scorpion. Ich brauche nur zwei Schläge. Keine guten ersten Schüsse. Mist. Mist, 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 Mist. Gleich den Pex rein. Das erste Mal, dass der noch so nahe kommt. Very cool. Am besten repariere ich das Sniper. Gleich.
Was gibt es hier? Okay. Nichts wirklich Interessantes. Oh, ach, komm schon. Wer bist du? Ann Rollins. Oh. Schnell tot ist er. Einfach mal einen Ken Rollins getötet. Hast du es gesehen, du? Warte mal. Wer bist du? Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Kümmern Sie sich um Ihre. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Kümmern Sie sich um Ihre. Na, wenn du das so sagst. Durch Wasser? Nein? Da streift einfach mal ein Ödländer hin und her. Na, Gratulation. Du hast dein Leben verdient. Warte mal, warum kommt mir dieser Ort bekannt vor? Gibt es natürlich auch einen Tenenturm. Ist da nicht eine Oma zu Hause hier unten? Interessant. Schaut nach einem Hinterhalt aus. Oh, ein Bett. Nett. Nehmen wir Kampfmesser, warum nicht? Dann haben wir schon ein paar. Kleiner Unterschlupf ist es. Ja. Ja, bin ich müde. Okay. Nichts Interessantes. War cool, dass wir was angebaut haben in diese Richtung. Da lebt schon wieder irgendwer. Ist das der Ödländer? Ah ja, Brahmins. Wir sind der Republik von Dave schon ziemlich nahe anscheinend. Ich brauche die Gratis-Erfahrung gar nicht mehr. Was ist das? Ein Diner, wo man hier gut essen kann oder gut sterben. Grizzly Diner, das heißt der Uruguay-Hinterhalt. War das schon alles? Ich seh's, Bro, okay. Keine Minen für Jericho. Viele tote Leute. Ja, das wird ein Hinterhalt, ich weiß schon. Oh, da kommen schon die Gegner. Ich habe schon lange niemanden mehr umgelegt. Du bist tot, Dreckskerl. Jetzt geht's los. Nur zu.
du? Nur zu! Was? Das ist ein gutes Ziel. Jericho, wo sind die denn alle? Ah, hier. Ah, kommt noch mal von draußen. Komm schon. Ach, was bist du? Ah, nein, wir können. Nicht verschloss, der Typ. Boom. Verdammt, tut das weh. Bist du wieder in der Mine gerannt? Natürlich. Was sonst? Stimperk. Die schlafen mit Drogen zusammen. Wahre Raider. Ah, da gibt's einen Eingang. Mama, es ist Candace. Mein Gott, es passiert wirklich. Ich kann die Wolke sehen. Sie ist so groß. Mama, ich hab Angst. Ich gehe jetzt in die Vault. Ich versuche alles, um reinzukommen. Meine Nummer des Passcodes war 7, richtig? Splittergranate, Splittermine, 5 Mil. Alles. Und. Verdammt, tut das weh! Ah. Sorry, Bro. Ja, der Bunch hat cool aus. Aus der Distanz. Den Turm können wir uns auch noch anschauen. Ziemlich gegnerfrei hier. Ein Sonnenuntergang, ein schöner. Mit den Vögeln hinten links schaut das cool aus. Oh, schau dir diesen Sonnenuntergang an, Jericho. Peaceful. Angenehm. Oh, was haben wir hier? Red Scorpies. Okay, doch. Leben. Anscheinend Red Scorpion Gebiet hier. Okay. Ein toter Ödländer. Nicht so unhäufig. Die Radiostation ist irgendwie das Vorderste. Aufbrechen. Da. Gewinnen wir. Keine Ahnung, ob das den Sinn hat. Alle Missionen werde ich nicht machen. Bin ich schon Max Level. Die DLC ist auch nicht, sind leider bei der Blaze nicht dabei. Wenn ich das Spiel mal im Englischen noch zum Laufen bringe, dann vielleicht mehr DLCs. Okay. Das rechts sollte die Publik sein. Nichts.
Wurzelbaum. Was für ein Akrobat. Uff. Was für ein Akrobat. Danke für dein Fleisch, Bro. Ja, Cryflash ist sehr wichtig. Gibt einen guten Damage Boost. Und es wird wieder dunkel. Okay, schauen wir, was das für ein Farmhaus ist. Oh. Raider natürlich. Viele Raider. Nein. Anscheinend auch andere Komplikationsfaktoren. Blute mich nicht voll. Ich werde dir den Arsch aufreißen. Was zum Teufel? Was für Granaten? Zeit für Granaten. Uhu, was für eine Party. Auf was gehen die Dinger jetzt? Oh, auf mich. Verstehe. Oh, das schaut nicht gut aus. Habe ich gerade selbst Schaden bekommen? Auf die Kühe gehen sie auch. Nein, nein. Ich habe schon lange niemanden mehr umgelegt. Was hat da drüben überlebt? Raiders? Oh, ja, Raiders. Hat sich versteckt einfach. Und bring mich zur Loot. Das ist alles tot hier. Selbst die Brahmins. Wirklich? Come on, Jericho. Doch. Na, gibt sicher ein Bett hier. Wo sind die Leichen? Hier ist einer. Chinesische Pistole. Ja. Noch ein billig mit Plastik zusammengebaut. Oh, verdammt. So viele. Hier. Mann. Warum stehen wir hier rum, wenn's über. Action, Action, Action. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Da, 25 Stück. You're welcome. Da gab es doch noch mehr, den habe ich. Und da ist ein Raider. Da war ein Operator. Nette Deko wieder, wie immer. Die Raider Deko. Aha, cool, cool. Dieses Bett kann ich leider nicht benutzen. Schade eigentlich. Ah, nehmen wir die Stiege.
keine Betten. Durch den Turm hier drinnen. Ach, hatte ich schon mal. Blugulismus. Sonst noch was, was ich aufgepickt habe? Ja. Okay, wie komme ich hier rauf? Gar nicht. Warte, hier ist eine Stiege. Nicht wirklich wert. Jericho ist nicht mal mitgegangen. Da ist er. Okay, dann heilen wir uns. Nein. Ah, verdammt. Falsches Fleisch. Das ist eine lange Reise hier. Habe ich nicht das Ersatzteil für diese Waffe? Ja, habe ich. Nicht Gutes. Ja. Sind das Karawanenhändler? Nein. Perfektes Timing. Nein, das sind normale Händler. Hallo, dir? Ja. Wenig Geld, leider. A-Klammer? Nein. Baseball, chinesischer. Danke. Danke. Sehr cool von dir. Was gibt's hier überhaupt? Umspannwerk. Also nichts Cooles wahrscheinlich. Einfach nur ein kleiner Posten. Ich will mir gar keine Kisten mehr anschauen. Nur Stuff, wo ich weiß, dass Stuff drin ist. Altmetall, warum nicht? Kronkorkenmine. Im Notfall verkaufe ich Snooker, Cola, Quantum. Das ist immer wert. Okay. Ich glaube, Terpentine fehlt mir gerade. Ja. Aufbrechen. Mist. Okay. Jericho Terpentine mit? Ja, was denn? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Nein. Kommt auf die Liste. Kommt auf die Liste. Okay. Gehen wir zur Republik. La Dave. Schauen wir mal, ob wir dort einen sympathischen finden. Sonst knall ich sie alle ab. Lassen wir in Ruhe. Ich habe schon so viele Red Scorpion Stacheln. Hinten rechts. Okay, rein da. Jo. Hey, Sie! Stehen bleiben! Was wollen Sie von der Republik, Dave?
Ich gebe auf! Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Ich hab schon lange niemanden mehr umgelegt. Oh. Anscheinend bringe ich sie alle um. Wenn ich reinkomme. Verdammt. 5 H-Klammern, die werden doch H-Klammern Ersatz für mich haben, oder? Wer schießt? Bob. Bob schießt. Bob schießt nicht mehr. Nein, Bob schießt nicht mehr. Die Kinder sind entkommen. Stirb! 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 Verdammt nochmal! Wer? 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 Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Okay, verdammt, mach das. Ich liebe Gewalt. Ja, oh. Was denn? Auf zu klitschen, Bro. Oh. Alles einfach. Oh, was war das? Ist er schon wieder rumgeklitscht? Krass, einfach krass. Wie viel ich das Spiel zum Klitschen bringen kann. Okay, ein bisschen Leben reinschieben. Oh, Draco? Relax, sind nur Kinder. Nur Kinder. Okay, für das Chinesische. Ich dachte gar nicht, dass die Panik dann sofort alle feindlich sind. Apropos rumglitschen. Nur bei mir. Oh, Kochblatt hat sich beruhigt. Wahrnehmung. Geil. Ja, ich spiele mit Puppen. Nur Bobblehead Boys. Ich wollte schon schießen, Bro. Glück gehabt. Hey, alles klar, Jungs, Mädels? Ich gebe auf! Oh. Nein! Fies. Fies. Nicht mal eine Chance gelassen, aufzuwachen. Hey. Ich bin raus hier. Okay. Na dann. Richtung Dave. Headshot. Headshot. Headshot, wilder Ghoul, Headshot. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Ich habe nur einen Scherz gemacht. Das Kind hätte es nie ernst nehmen müssen. Hier drüben. Rosie, Dave. Perfekt. Auf Schubkantdistanz. Hey, Rosie. Okay. Dann war's das hier wohl. Waldruhe, keine Monitruhe. Oink. So. Es hat ein Stück Dave es hinuntergeschafft. Die Rüstung ist gar nicht schlecht, wie viel Gewicht nehmen wir. Das Ding kommt mir gar nicht bekannt vor. Das ist eine legendäre Jagdflinte vom Arsch schon her. Okay. Wir haben auch eine legendäre Waffe bekommen. Erich
Stutzen. Jerry-Stutzen. Ja, legendäre Jagdflinte. Ah, habe ich nicht was zum Reparieren noch. Mist, muss in meine Jagdflinte. Ah, die habe ich verkauft, genau. Wie viel ist deine Rüstung wert? Bisschen was. Jerry-Stutzen. Dann haben wir mal schön hier aufgeräumt. Und dann Dave mit so einer Dreierbeziehung hier. So ein Jagdgewehr für mich. Ein chinesischer. Haben die nicht hier einen Händler gehabt? War das Bob? Ob ich den Kindern das Sklavenhalsband draufsetzen kann. Das wäre richtig fies. Okay. Das bei einem makellosen Zustand. Ja, warum nicht? Kann ich teleportieren mit den Kindern daneben? Ich glaube, das waren alle. Geschichtsmuseum. Mist. Mist. Kann ich nicht, nein. Ist schon zu spät. Du schaffst das alleine. Volles Vertrauen habe ich in dich. Volles Vertrauen. Dafür, dass du meinen Sarkasmus nicht verstanden hast. Ah, irgendwie abgeäfft. Okay, kann ich teleportieren jetzt? Ja. Yay! Oh, vielleicht kann ich den Ghoul mitnehmen. Jaron. Jaron. Jaron, Jaron. Irgendwas hat mich gerade angeschossen. Krass. Okay, cool. Komm zu Papi. Verkaufen habe ich bis jetzt hier auch noch nichts können. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Oh, komm schon, mal schneller. Das könnte jedem passieren. Nicht jetzt. Ach, kommt schon. Was? Noch nie zuvor einen Ghoul gesehen? Tut mir wirklich leid. Hallo. Was war das? Der Ausschlachter. Oh, hey. Hallo. Doc, ah, ja, ich verstehe. Willkommen beim Ausschlachter. Ich bin Krankenschwester Graves, Dr. Barrows Assistentin. Lassen Sie sich von dem Namen hier nicht täuschen. Der Doktor ist sehr gut, was Verletzungen, Verstümmelungen und Traumata angeht. Falls Sie Stimpaks oder Blutpakete brauchen, sagen Sie Bescheid. Mein Typ ist er nicht, aber Dr. Barrows versteht sich recht gut mit ihm. Warum fragen Sie nicht ihn? Kein Problem. Sprecht. Ach ja, wir akzeptieren nur Kronen.
darf es irgendwas sein. Ja, ist abgeschlossen. Und ja. Dr. Barrows, zu Ihren Diensten. Was bringt Sie zum Ausschlachter? Hoffe, Sie sind gekommen, um mir zu helfen. Frische menschliche Proben kann ich immer gebrauchen. Sie kennen mich nicht. Ich bin die führende Kapazität im Bereich der Ghoul-Evolution. Ich möchte wissen, was in uns vorgeht. Irgendetwas hat uns zu dieser verwesenden Gestalt verdammt. Und ich habe vor, herauszufinden, was es ist. Ich brauche also menschliche Hautproben, Organe und andere Bestandteile, um stichhaltige Experimente durchzuführen. Radioaktivität, was? Schade. Na gut, was kann ich für Sie tun? Ich weiß nichts über ihn. Warum? Was haben Sie gehört? Sie haben doch was gehört, oder? Verdammt, und nochmal verdammt. Er scheint wohl jemanden gefunden zu haben, der diese Menschen umbringen wird. Jemand hat die ganzen Lügen geglaubt, die er verbreitet hat. Ich hoffe nur, dass derjenige mit den armen Kerlen redet, bevor er sie platt macht. Da kann ich Ihnen sicher helfen. Wie viel Geld? Oh, gar nicht zu wenig. Basic, chinesische, 10.000 verschiedene. Ah, kann ich eins davon weggeben? Habe ich hier genug zum Reparieren? Heri Stutzen. Nehmen wir die Rüstungen als nächstes. Okay. Splitterminen. Oh, ich habe noch immer so viele Red Scorpion Stings. Danke. Okay, mal schauen, ob mein Boy Grony, verdammt. Und Charon. Und bereit ist. Hallo. Ist doch Serpentinarius. Komm schon, Bro. Führe dein Geschäft zu Ende. Hallo, schönes Land Amerika. Was gibt's Neues? Lassen Sie sich von dem Geruch nicht stören. Jeden Glitch habe ich. Alle. Es gibt keine Glitche, die ich nicht habe. Okay. Der Typ geht jetzt Richtung Fort Konstantin, glaube ich. Oder wie auch immer das Fort geheißen hat. Hey, aufstehen. Sieh mal einer an, wer wieder da ist. Sind sie alle schon tot? Haben sie Beweise dafür? Ja. Und noch ein Fanatiker beißt ins Gras. So war das aber nicht ausgemacht. Aber ich werde Ihnen den Schlüssel wohl trotzdem bezahlen müssen. Hier. Was? Na, den habe ich doch in den Kopf geschossen. Es ist ziemlich weit weg. Im Nordwesten. Bringt aber nichts, wenn Sie dorthin gehen. Ohne diese Schlüssel jedenfalls. Naja, tot ist tot. Nehmen Sie Ihre Kronkorken. Ich nehme den Schlüssel. Ich habe einen in den Kopf geschossen. Naja, zumindest ist er tot. Schätze mal, ich werde Sie trotzdem bezahlen müssen. Sie haben ja schließlich den Schlüssel mitgebracht. Hier. Na klar, Sie lügen und sind ein Ghoul-Hasser, wie alle anderen Menschen auch. Naja, Sie sind nicht alle tot, aber ich habe die Schlüssel. Trotzdem hätte ich einen besseren Söldner anstellen sollen. Gehen Sie, ich plane meine Tour. Sie haben mir einen großen Gefallen getan mit diesen Schlüsseln. Ich weiß genau, was ich damit machen werde.
Ich beobachte sie. Ja. Ja. Okay. Ich will ihn nicht den ganzen Weg nach Fort Constantine begleiten. Hallo, großartiges Amerika. Lass dir schön Zeit. Lass dir schön Zeit, Typ. Schau ich mal, ob ich unten schon handeln kann. Vielleicht, wie spät ist es? 5 Uhr. Okay. Ich warte einfach draußen auf ihn. Bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wo Fort Constantine ist. Jericho auch, wir alle wissen es. Warte mal. Ah. Hier krieg ich's linken Repeater. Ach, komm schon, Typ. Ehrlich, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Natürlich könnte ich mir einen Stealth-Bow reinziehen. Ich hoffe, dieser Ort bleibt noch so lange stehen, dass wir weg können. Stealth-Boy. Hey, du kannst... Okay, er ist doch gestorben. Mr. Crowley. Tot am Boden. Was hängt sein Hoden? Ich hab keinen Platz in meinem Inventar. Dafür ist Jericho ja, da. Was denn? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Baseball habe ich mitgenommen. Dann habe ich die Volksbücher mitgenommen. Die will ich ja gar nicht mehr abgeben. Ah. Okay. Wie viel Zeit haben wir? Ich mache zuerst Pinkerton. Ich mache zuerst Pinkerton und dann mache ich das Lincoln Repeater. Ich glaube, das dauert länger. Das war ein bisschen Umweg gerade, aber... Rivet 30. Living in Rivet 30. It's kind of shitty. Mein Lurks erwarten mich. Wo ist es? Wer ist das? Na, oh, der Typ ist auch überall. Hallo, schön Sie wiederzusehen. Das ist genau der Typ, den ich gerettet habe. Ah, da gibt es einen Eingang bis auf Stadt. Rivet 30. The boat is kind of shady. Ganz band of baby. The metal trunk is kinda heavy. I'd rather ride around in a Chevy. Rivet 30. Verdammt, Jericho. Dann den Experten auch noch. Ich hab das wirklich vermisst. Und Ben mit Hilfe. Wie?
Hat das geklitscht. Oh ja, Moment zum Reparieren. Der schaut ziemlich geglitscht oben aus. Habe ich keine Muni drin. Habe ich kein Leben mehr fast zum Reparieren. Hab ich dich! Wert gegen Hammer. Schon mach weg den Tippen. Was hat's mich. Was ist das gerade? Oh! Ist. Oh, schau, Ben! Ich bin hier drüben! Hilfe! Nein. Na, reicht schon? Froh, dass es vorbei ist. Hallo? Hallo, schön, Sie wiederzusehen. Oh. Helfen Sie mir! Der Dialog ist gerade geklitscht, oder? Ach du. Oh, mein Fallout glitscht so viel. So viel. Ich habe eine Haarklammer da drin gesehen. Das Wichtigste. Danke. Ach Gott. So viele Glitches. Aufbrechen. Nur weil Chris. Nur weil Jericho wieder schießwütig war. Kann ich hier ein Nickerchen machen? Ja. Oh. Schießwütige Bastard. Wo sind die Bücher, die ich gefunden habe? Okay. Dummgewehr, reparieren wir es. Oh, Harry Stutzen. Nice. 27. Das geht so. Wir sind schon fast bei einer Stunde. Die Mission geht sich jetzt nicht mal aus, deswegen. Oh. Ich kann gleich verkaufen gehen. Nach gerade so viele stundenlange Episoden machen wir da wieder eine Stunde draus, weil ich das überhaupt schaffe, in 10 Minuten dadurch zu zerlegen. Ich hoffe, ich kann den Eingang nutzen. Ich glaube, da brauche ich 100 Lockpicking, was ich habe, aber ich habe nicht so viele Lockpicks. Mangelware in diesem Spiel. So viel Geld. Und ich kann trotzdem nicht alles zu Tode lockpicken. Okay, passt.
6 Versuche haben wir. Verdammt. Sonst muss ich schwimmen gehen. Nein, nein, Jericho, nein, verdammt. Das ist ein Jäger. Ach du Scheiße. Zeit für Drogen. Ja, oder was für eine Droge. Wo ist mein Rösti? Was zum Teufel war das gerade? Der Jericho richtet oben mit Selbstmordkommando an. Was? Oder soll ich den ganzen Tag hier rumstehen? Alter. Alter. Er macht eine Raucherpause. Oh Gott. Wir dürfen mitkommen. Was soll das? Es gibt ja genug Fallen, die dich umbringen werden. Raucherpause. Oh, das sind echt nur Fallen. Okay. Wo sind meine 10 mm? Sind mehr, okay. Sind mehr als das. Mindestens 10 cm. Ich lasse es. Okay, wie du stirbst. Wie du stirbst, Alter. Ich lade ihn safe. Nur für dich dann. Einen anderen Begleiter kriege ich hier nicht mehr. Oh. Ich bin im Kreis geschwommen. Der verdammte Kragen an dieser Rüstung ist zu eng. Okay, oh, dann bringt mich noch um. Oh. Oh. Dann bringt mich noch um. Alter, Alter, komm mit, komm mit. Wo ist er? Wo ist er jetzt? Ach,
Scheiße. Ach, der macht mich ganz panisch. Dann schwimmt er mir auch noch im Weg herum. Ich lasse ihn draußen warten. Das hilft nichts. Den kann man nicht vertrauen. Und da ist glitscht. Wir warten. Warum stehen wir hier rum? Weil du eine rauchen musst. Auch sogar das gute Wasser. Alter Jericho. Bin mir ziemlich sicher, ich muss schwimmen, dass ich zu ihm hinkomme. Coca-Cola. Und die Drogen flashen gerade raus. Sehr netter Versuch. Oh, hör auf zu zittern. Meine Rats sind auch schon ziemlich hoch. Verdammt. Verdammt Spiel, wirklich. Ach, verdammt. Ihr Psychos. Ich hasse es hier. Nein, nein, nein. Ach du Scheiße. Hier entlang wahrscheinlich dann. Bin so oft in Fallout New Vegas wegen Wasser gestorben. Ach, Scheiße. Ach, da. Wo ist der Boss? Also hier entlang. Nehmen wir diese Stiege zum Luftschnappen. Wirklich. Alter. Wo zum Teufel wollte überhaupt, dass ich hin will? Ich glaube, ich kann einen Cut machen und selber suchen hier. Ja, auch nicht. Wo?
Was für ein Dreck. War er doch im Obergeschoss? Was für eine Drecksmission. Alter. Da ist ein Schalter. Ich stecke hier. Letztens hat es eine Minute gedauert, bis ich mich daraus wackeln habe können. Ich mache hin einen Cut. Verdammt, Dreck.